Hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine Runde mit unserem Kriegerdeck. Unser Kriegerdeck ist an der Reihe und ja, schauen wir mal, was entsprechend kommt. Wir bekommen als Gegner einen... Ah, ich brauche schon wieder ewig. Jetzt haben wir ihn endlich. Da ist es. Einen... Garrosh, Paladin. Irgendwie treffen wir im Moment gerade nur auf Paladine. Also es ist irgendwie echt lästig. Oder Tod. Ja, nicht optimale, aber lassen wir mal. Mal schauen wir mal. Mit dem Feendrachen kann man eigentlich gegen Paladin immer recht gut starten. Da wir ihn in der zweiten Runde ausspielen, sogar noch vor seinem, er spielt wahrscheinlich eh seine Heldenfähigkeit, dann sollte das eigentlich schon so weit gehen. So, der gute Eviltime, wir sind dran, bekommen natürlich nichts. Vergeben. Er macht auch nichts. Oder wird er gleich coinen? Ja, er coint. Und spielt. Melde mich zum Dienst. Ja. Seinen Einsatz. Damit können wir auch den Feendrachen spielen. So, wird uns den. Einsatz bereit! Und wir können ja ist natürlich schade um ihn. Ich würde ihm eigentlich gern auch noch 3 Schaden irgendwie geben. Somit bleibt uns eigentlich nichts anderes, wenn wir das wirklich wollen, als hier unsere Waffe anzulegen. Auf ihn zu gehen. So. Ja, beim Paladin sollten wir möglichst nichts stehen lassen, weil er halt eben genügend Platz hat. Melde mich zum Dienst. Und diese einem echt auf die Nerven gehen können. Wir sind bereits Runde 4. Und können eigentlich direkt hier sie spielen zum Ende. Obwohl er mir eigentlich auch ganz gut gefallen würde. Dann gehen wir erstmal hier drauf. Na? Jetzt spinnt gerade das Internet ein bisschen, offenbar. Dankeschön, geht auch. Wir greifen noch an. Versucht legen das hier auf. Das war's. Jetzt nehmen wir doch eine neue Waffe. Runde 4 bereits. Jetzt werden wahrscheinlich bei ihm auch die größeren Karten kommen. Melde mich zum Dienst. Nicht mit mir. Okay. Er bufft ihn sich. Was wirklich ungewöhnlich ist. Aber ich behalte ihn mir noch. Weil wir können jetzt gleich in der nächsten Runde da damit halt eben. Lass die Schmerzen schön was sprechen. Anstellen. Deswegen geben wir ihn. Gehen hier mit auf Angriff. Kriege ich vielleicht sogar beide weg. Unwahrscheinlich. Luchta, Oga! Oh, ihr gefällt euch das! Hauen ihn runter auf 18. Ja, wir. Jetzt wird irgendein Blessing auf ihn kommen. Nein, er haut unseren weg. Na, das könnt ihr nicht ernst meinen! Und es kommt ein absolut widerlicher. Also erstmal ziehen wir eine Karte. Ist immer praktisch. Ein Beutel. Auch schön. Dann nehmen wir ihn aus dem Spiel. Das sind natürlich 2 Karten, die wir da dafür jetzt opfern. Und spielen entsprechend noch
einen Ampelgolem. Gefällt euch das? Luchter, Ogre! Nächste Runde können wir dann eh unseren Arcanich nutzen, falls wir es brauchen sollten, können wir spielen. Deswegen können wir die Waffe ruhig vernichten. Gut. Er macht es uns eigentlich aber auch nicht besonders schwer, der gute Ibeltheim. Also wir können locker im Moment gerade alles so ein bisschen umspielen, ohne dass er uns befolgt irgendwie in den Weg kommt. Und er setzt unseren Dreier runter. Gut. Muss ja nicht sein. Wir haben hier ja eh noch unsere Dreierwaffe. Wir kombinieren den Angriff einmal, zweimal und seinen Dreher weg. Wir können entsprechend noch einen Beutehamster spielen und hochsetzen auf 27 und spielen ihm eine Extrakarte. Sollte eigentlich irgendwann mal bei ihm eine Weihe kommen, rein theoretisch. Gerechtigkeit. Okay, er spielt seinen 5-6er. Wäre schön. 2 und 4 können wir machen, aber wir holen uns natürlich zuerst die Karte entsprechend. Übernehmen. Zack. Geben ihm noch ein bisschen Angriff. Und ich habe den wieder. So. Matchball. Oder? 7, 9, 10, 11. Ja, knapp. Ja, doch. Wir haben ja unten noch die 5er Waffe. Die wir ja zum Glück auch noch einsetzen könnten. Also. Ja. Wir waren Anfängergegner. Die Tore sind geöffnet. Wir bekommen einen Spotter. Melde mich zum Dienst. Und er spielt noch entsprechend einen. Gut. Wir nehmen den natürlich entsprechend wieder weg. Wir haben ja noch... Luchter, Ogre! Er fliegt los. Hiermit holen wir uns eine extra Karte. Die ist natürlich eine Klinge ist durstig. Wie gefällt euch das? Das geht wieder komplett in Angriff. Und wir müssen im Prinzip nur noch 2 Schaden auf ihn ausführen. So. Was kommt bei ihm? Er legt sein Viererwerfchen an. Ja, das Spiel hat er verloren, dann müssen wir gar nicht mehr. Da wird nichts mehr kommen. Er kann im Prinzip surrendern, aber der gute Ibeltheim macht mir eine wirkliche Ibeltheim. Wenn das Spiel jetzt rauszögert ohne Ende. Ohne Ende. Ja, komm. Da kommt der Angriff. Ja, wenn er das macht, stirbt er. Und er macht es auch schon. Zack. Ja, das war's. Es war kein schweres Match, aber ja, vielleicht sind euch ein paar Sachen an dem Deck aufgefallen. Wir konnten ja noch gar nicht mal alle Karten irgendwie ausspielen. Sondern waren hier schon in Runde 9 im Prinzip durch mit dem Ganzen. Schreibt mir einfach in eure Kommentare, was ihr drüber denkt. Kann man das Deck noch ein bisschen ausbauen oder ist es halt eben als Kontrolldeck so jetzt ganz brauchbar? Ich würde mich über Kommentare freuen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme, wenn ihr das Ganze abonniert. Bis dann, ciao, ciao.